that take a life for hateful lies. Take this in once again, cause we find ourselves in the same old mess, singing drunken lullabies. Cause we find ourselves in the same old mess, singing drunken lullabies. Singing drunken lullabies. Im letzten Vlog schon gesehen habt, sind wir gut in Irland angekommen. Der erste Morgen ist jetzt auch schon vorbei. Wir waren am ersten Leuchtturm und sind jetzt schon völlig geflasht von den ersten Eindrücken von der Insel. Ja, es ist super schön. Wir sind wirklich hin und weg. Dabei war das gerade erst der Anfang. Hallo, willkommen bei der neuen Folge von Tipster. Irland soll romantisch sein. Eddie, kommst du mal? Eddie, kommst du mal? Das ist doch ein Wichser. Gerne. So, der Manuel geht jetzt mal sein Eduard einsammeln. Ja, wir sind hier in Duncannon at the beach. Die Flut kommt gerade wieder. Eben konnten wir hier noch 200 Meter ins Nirvana laufen. Jetzt ist das Wasser gleich wieder da. Und wir stehen hier schön posig mit den Karren. Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von Hipster. Irland soll romantisch sein. Letzte Nacht haben wir etwas viel Berliner Luft getrunken.
Der Strand war natürlich erstmal ein riesen Highlight für uns. Jetzt geht's Richtung Sonnenuntergang. Wir sind auf dem Weg zum Campingplatz. Vorher müssen wir aber noch dringend tanken. Vier Autos, 4x 100 Liter und Buschen Bier an der langsamsten Zapfsäule in der Seele. Also, ja, es ist nur eine Handykamera, aber das tatsächliche Bild hier ist so wunderschön. Es ist traumhaft. Es ist ein orange-roter Mond, der sich so wunderschön im Wasser spiegelt. Und egal, was ich tue, ist einfach nur so ein weißer, unscharfer Kackklotz. Aber es ist echt traumhaft schön. Ja, wir sind auf dem Weg zum Brötchen holen. Der Laden macht doch nicht erst um 13 Uhr auf. Ja, um dran steht 13 Uhr. Jetzt müssen wir einfach gucken, ob wir Brötchen haben. Die Brötchen! Ich wollte jetzt auch nur was kaufen. An unserem wundervoll hässlichen Campingplatz direkt on the water. Und da stehen unsere Autos hinter Kap. Ausgesehen. Das ist der little shop, in den wir jetzt gehen. We'll have a look. Ein bisschen was eingekauft in diesem total lustigen Laden. Es gab frische Brötchen, wir warten noch auf unsere Croissants. Der Laden ist oberlustig. Eigentlich soll er erst um 13 Uhr aufmachen und jetzt, wo wir den Besitzer kennengelernt haben, wundert es uns nicht mehr, dass er doch schon früher aufgemacht hat, aber noch nicht so richtig fertig ist. Es ist echt, es ist ein ganz sweeter Laden. Ich gehe rückwärts. So ein richtiger Tante-Emma-Laden von früher. Mit so ein bisschen Muff und alles ist nur halb aufgefüllt. Der Thompson hat auch was Schönes bekommen. Einen neuen Haarschnitt. Der Rafa muss natürlich im Partnerlook gehen, ist klar, der kriegt auch noch eine Mütze. Ja, aber es ist echt schön. Also es ist heute Morgen nicht sonnig, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es regnet aber auch nicht, es ist einfach nur ein bisschen zugezogen. Es ist nicht kalt, man kann kurz ehrlich. Total toll. Und gleich gibt's Frühstück mit frischen, warmen Brötchen und Croissants. So, nach einem super leckeren und sehr reichhaltigen Frühstück packen wir jetzt gleich den ganzen Kram zusammen und machen uns auf Richtung Cork. Wir werden heute die erste Stadt angucken. Seid gespannt, das gibt es dann nächstes Mal. Ich hoffe, die ersten Bilder haben euch gut gefallen. Bis dann! Lass
find ourselves in the same old mess, singing drunk in a